Hallo und herzlich willkommen. Unser heutiges Muster ist wieder ein ganz einfaches und sehr schönes Strickmuster, welches aus einer Maschenzahl teilbar durch 5 plus 2 Randmaschen und 2 Musterreihen besteht. So sieht die Vorderseite aus und so die Rückseite. Ich habe 14 Maschen auf meiner Nadel. 14, weil wir gesagt haben, teilbar durch 5. Ich habe es mal 2 genommen, das sind 10. Plus 2 Maschen, die ich einmalig aufnehme, damit das Muster aufgeht, 12. Und 2 Randmaschen, 14. Eine Rückreihe linker Maschen habe ich bereits schon gestrickt, damit das Muster auf der Vorderseite erscheint. Und es geht los mit Reihe 1. Die Randmasche stricke ich rechts. Und nun 2 Maschen rechts, 1, 2. Eine Masche links. Aus der nächsten Masche werde ich 5 neu herausstricken. Dafür gehe ich eine Reihe tiefer. Hier ist meine Masche. Ich gehe eine Reihe tiefer, steche in die Masche ein, hole mir den Faden durch die Masche nach vorne und behalte diese auf meiner Nadel. Das ist meine erste Masche. Ein Umschlag, das ist die zweite Masche. Ich steche wieder eine Reihe tiefer in dieselbe Masche, hole den Faden nach vorne, das ist die dritte Masche. Ein Umschlag ist die vierte Masche und wieder eine Reihe tiefer in dieselbe Masche einstechen, Faden nach vorne holen, das ist die fünfte Masche, die ich herausgestrickt habe. Diese 5 Maschen kommen auf die linke Nadel. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt habe ich hier die 5 Maschen, die ich neu herausgestrickt habe, plus die eine Masche, aus der ich eine Reihe tiefer diese 5 Maschen herausgestrickt habe. Diese 6 Maschen stricke ich jetzt rechts verschränkt zusammen. Dafür steche ich von hinten in alle 6 Maschen ein und stricke diese rechts verschränkt zusammen. Und nun lasse ich die Maschen fallen. Eine Masche links. Das ist mein Musterrapport in der ersten Reihe. Und das Ganze noch einmal. 2 Maschen rechts, 1, 2. Eine Masche links. Und aus der nächsten stricke ich jetzt wieder 5 neue Maschen heraus. Hier ist die Masche. Ich gehe eine Reihe tiefer in die Masche, hole den Faden nach vorne. Das ist meine erste Masche. Ein Umschlag ist die zweite Masche. Ich steche in dieselbe Masche, hole den Faden nach vorne. Das ist meine dritte Masche. Ein Umschlag ist die vierte Masche. Und ich steche in dieselbe Masche ein und hole den Faden nach vorne. Das ist die fünfte Masche. Diese 5 Maschen kommen auf die linke Nadel. Und ich stricke die 5 neuen Maschen plus die eine, aus der ich die 5 Maschen herausgestrickt habe, zusammen rechts verschränkt. Also steche ich in 6 Maschen von hinten und stricke diese 6 Maschen zusammen rechts. Eine Masche links. Und ich beende die Reihe mit 2 Maschen rechts. 1, 2. Und die Randmasche stricke ich auch rechts. Reihe 2. Hier werden alle Maschen so gestrickt, wie sie erscheinen. Die Randmasche stricke ich rechts. Und nun habe ich 2 Maschen links. 1, 2. Eine Masche rechts. Eine Masche links. Eine Masche rechts. Und wieder 2 Maschen links. Hier ist eine rechte Masche, eine Masche links, eine Masche rechts, hier sind 2 linke Maschen und die Randmasche stricke ich rechts. Machen wir die 2 Reihen noch einmal zusammen. Reihe 1, Randmasche rechts und nun 2 Maschen rechts, 1, 2, eine Masche links. Hier ist meine Knospe und nun stricke ich eine neue Knospe. Hier habe ich meine Masche. Ich steche wieder eine Reihe tiefer in die Masche und stricke 5 Maschen aus dieser Masche heraus.
Ich hole den Faden nach vorne, ziehe den lang, das ist meine erste Masche. Ein Umschlag ist die zweite, ich steche in dieselbe Masche ein, hole den Faden nach vorne, das ist die dritte Masche. Ein Umschlag ist die vierte Masche und ich steche wieder in dieselbe Masche, hole den Faden nach vorne und das ist die fünfte Masche. Diese fünf Maschen kommen zurück auf die linke Nadel und nun stricke ich sechs Maschen rechts verschränkt zusammen von hinten. In alle sechs Maschen einstechen und diese zusammen rechts stricken. Eine Masche links. Mein Musterrapport ist fertig. Und nochmal. Zwei Maschen rechts. Eine. Zwei. Eine Masche links. Und hier stricke ich jetzt wieder fünf neue Maschen heraus. Hier ist die Masche. Ich gehe eine Reihe tiefer, hole den Faden nach vorne. Das ist die erste Masche. Umschlag, die zweite Masche. Ich steche wieder in dieselbe Masche, hole den Faden nach vorne. Das ist die dritte Masche. Umschlag, die vierte Masche. Und ich steche wieder in dieselbe Masche, hole den Faden nach vorne. Das ist die fünfte neue Masche. Diese Maschen kommen auf die linke Nadel. Und ich stricke jetzt insgesamt sechs Maschen rechts verschränkt zusammen. Eine Masche links. Und ich beende die Reihe mit zwei Maschen rechts. Eine, zwei. Und die Randmasche stricke ich auch rechts. Das war die erste Reihe. Ich wende die Arbeit und in der zweiten Reihe stricke ich alle Maschen, so wie sie erscheinen. Randmasche rechts und nun habe ich zwei Maschen links. Eine, zwei. Hier ist eine Masche rechts, eine Masche links, eine Masche rechts. Und nochmal zwei Maschen links, eine, zwei. Eine Masche rechts. Eine Masche links, eine Masche rechts, hier haben wir zwei linke Maschen und die Randmasche stricke ich rechts. Und das sind die zwei Reihen, die wir stets wiederholen. Es ist wirklich ein ganz, ganz einfaches Muster. Und wenn es größer wird, haben wir dann dieses sehr, sehr schöne und interessante Ergebnis. Das war's für heute. Vielen Dank für eure Zeit. Bitte nicht vergessen, Kanal unterstützen mit einem kostenlosen Abo. Es folgen noch viele weitere schöne Häkel- und Strickmuster. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.